Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis: Bitte nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keine Neuigkeiten und kein Video mehr verpasst. Und nun viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu einem kleinen Vlog. Ich nenne es einfach mal Vlog, es ist ja eigentlich kein richtiger Vlog. Wenn ihr weitere solcher Vlogs sehen wollt, Spezial-Vlogs, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und wir wollen heute das Paket öffnen aus dem Supercell-Shop. Ich habe für 180 Euro im Supercell-Shop bestellt. Allerdings muss ich dazu sagen, ein großer Teil davon war ein Geschenkgutschein von Supercell. Also vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Finde ich richtig cool, dass sie das mal gemacht haben. Und dann würde ich mal sagen, Moment. Ich muss mal eben ganz schnell die Schere holen und jetzt... Aber bevor wir anfangen, ich kann dieses Paket nicht auspacken ohne meine patentierten Geschenk-Auspackhandschuhe. Einen Moment. Tada! Also, wir packen das Paket jetzt aus. Warum habe ich diese Handschuhe angezogen? Ich weiß es nicht. So, wir machen das jetzt mal auf. Oh, da sehe ich schon. Was ist denn da? Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? So. Ich darf nicht ans Mikro kommen. Oh, geil, 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 geil. Was ist das hier? Oh, das ist der Baby Dragon. Das ist der Baby Dragon. Geil, 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 geil. Hier ist die Pekka-Statue. Moment. Okay. Ich hoffe, man sieht das. Gescheit. Das ist die, das ist die Pekka-Statue. Ich muss mal gucken, dass ich das überall... vor allem, dass ich ins Mikro spreche. Und vor allem... Ah, ich dachte schon, da wäre Luftpolsterfolie drin gewesen. Das wäre natürlich geil gewesen. Der Prinz! Der Prinz! Der Prinz ist es! Der Prinz! So, den legen wir mal dahin. Und ein T-Shirt! Ein T-Shirt! Ein Barbaren-T-Shirt und... Und die Rechnung. Moment! So. Jetzt gucken wir uns das mal an, was wir denn da drin haben. Ja gut, das T-Shirt muss ich nicht auspacken. Da sehen wir ja schon ganz gut. So sieht das aus, das T-Shirt. Ich will mal da oben in die Kamera reinsprechen, dabei ist das Mikro direkt vor mir. Das ist eigentlich so... Das ist eigentlich so dumm von mir. Wir gucken jetzt mal nach. Ah, der Baby Dragon! So. Baby Dragon, Baby Dragon, Baby Dragon. Oh, da ist er. Da ist er, der Kleine. Da ist er. Oh, wie süß. Wie süß. Oh, der Kleine. Der kleine Baby Dragon. Der kleine Baby Dragon. So, das ist weg. Oh, jetzt brauche ich doch wieder die Schere. Ich hoffe, das ist nicht zu hell. Vielleicht muss ich noch warten, ich muss eben vielleicht eine. An dem Wert hier was verstellen. Moment. So, dann machen wir es mal ein bisschen dunkler. Jetzt kommen wir wieder hier. So, okay. Wir machen nämlich jetzt noch hier eben das. Ah, wie geht denn das auf hier? Hä? Ah, da ist hier der. Der Klebefrutzel. Der Klebefrutzel ist da vorne. So, zack, zack. Okay, der ist offen. So. Baby Dragon, geh du mal ein Stück weg. Wir müssen jetzt seinen Kollegen den Prinz rausholen. Mit Lanze wohlgemerkt. Mit Lanze, muss man dazu sagen. So. Das stellen wir mal eben weg. Jetzt ist das hier doppelt. Ja, genau. Noch fester, bitte. Noch fester, noch fester. Ah, weil da noch Klebeband dran war. Okay, das erklärt einiges. So, hier die Kleide. Der kleine Prinz! Lass mal hier sauber machen. Okay. Nehmen wir ihm das Ganzkörperkondom mal ab. Geil, Alter. Ich wollte mir erst das Set bestellen, aber ich habe ja schon den Magier und den Barbaren, deswegen hätte das jetzt keinen Sinn gemacht. Okay. Jetzt kommen wir zum Highlight. Zum Highlight dieses Paketes, nämlich zu der Pekka-Statue. Oh, die ist gar nicht gesichert. Oder? Moment, Moment, Moment. Ja, genau, krieg ich kaum auf. Krieg ich kaum auf. So, jetzt. Ach, so. Pekka-Statue. Aber nicht die goldene, sondern die aus Stein. Boah, die muss schon groß sein, Alter. Alter. Alter ist... Okay. Ist die schwer da? Es geht. Es geht noch. So, das kommt weg. Oh, hier ist gleich wieder ein Chaos an Zeugs. So, ja, genau. Muss ich jetzt mit der Schere etwa alles aufschneiden?
Nicht da bloß nicht in die Statue reinschneiden. Bloß nicht in die Statue reinschneiden. Bloß nicht. Oh. Also Chirurg könnte ich nicht werden bei dem Schnitt, den ich hier gerade an den Tag lege. So. Matthias hat übrigens auch einen Supercell Shop bestellt. Ich weiß nicht genau, ob von ihm auch noch ein Opening kommt. Ich vermute wahrscheinlich nicht. Also. Wenn man Matthias kennt, dann weiß man, dass er relativ faul ist. So, das noch. Oh, Alter. Jetzt brauche ich tatsächlich irgendwann noch ein Regal hier, wo das ganze Zeug mal drauf kommt. Oh, Alter. Alter, okay, die ist wirklich richtig massiv. Alter Schwede. Das ist wirklich mal... Okay, erstmal den Müll entsorgen. Oh Gott, hier fliegt alles durcheinander. Alter, ist die massiv. Ey, das gibt's ja gar nicht. Boah, was? Alter Schwede. Okay, das ist mal Müll weg. Boah, das ist mal eine massive Statue. Ich halte das jetzt mal... Alter, seht ihr das? Alter, die ist richtig aus Stein. Alter Schwede. Ja, und hat Kocke auf der Rüstung. Oder die? Pekka? Weiblich, männlich, man weiß es nicht. Okay. Wir fassen nochmal zusammen, was wir jetzt haben. Wir haben die Pekka-Statue. Guck mal, wie klein der Prinz daneben ist. So mal, so ein bisschen als Größenvergleich packe ich den mal so ein bisschen dahin. Dann sieht man das. Oh, aber sogar mit I burped fire from the sky. Okay, muss man wirklich sagen, viel Liebe zum Detail packen sie hier rein in die Sachen. Viel Liebe zum Detail. Mit Beutel dabei. Den sehen wir da noch. Plus Shirt. Cool. Muss man wirklich sagen, richtig cool auf jeden Fall. Viel Liebe zum Detail. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich die Statue hinpacke. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Regal. Das steht auf jeden Fall fest. Da kommt das Zeug hin. Da, also hier. Irgendwo baue ich ein Regal hin. Da werde ich das Zeug dann hinstellen. Ja, der kleine Baby-Dragon noch in die Mitte. So. Ach, ist das ein schönes Bild. Und damit sind wir am Ende dieses kleinen Openings des 180-Euro-Pakets, wovon, wie gesagt, ein Teil davon war auf jeden Fall ein Geschenkgutschein. Da konnte ich es nicht lassen, um noch selber was zu shoppen. Ich wollte unbedingt den Baby-Dragon haben. Und ja, für weitere Openings und so weiter, lasst mal ein Like da. Für weitere Vlogs, Spezial-Vlogs, lasst auch mal ein Like da. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Tschüss.